Also das, was in Österreich als freies Radio gilt, sind terrestrische Sender. Bei euch in Deutschland sind sie besser bekannt unter dem Begriff Bürgerradio oder Community Radio, soweit ich informiert bin. Das nächste hier von München aus gesehen ist, glaube ich, Radio Z in Nürnberg, wenn ich mich nicht sehr irre. Es gibt schon einige. Damit sind wir schon bei meinem Hintergrund. Ich komme nämlich vom freien Radio, da ich in Wien wohne. In Österreich gibt es, glaube ich, 15 zurzeit. 14. 14. Da ich in Wien wohne, ist mein Stammsender sozusagen Radio Orange. Das ist das Wiener freie Radio. Da mache ich Sendungen seit 2004. War auch bis Jänner 2015 für die IT dort zuständig. War der IT-Maschinist. Damit habe ich inzwischen aufgehört. Das haben Jüngere übernommen. Gut so. Ja, und im Prinzip machen natürlich freie Radios auch Podcasts. Also sie produzieren Radiosendungen, die dann als Podcasts zur Verfügung gestellt werden. Wo liegt der große Unterschied? Eigentlich im Format. Also Podcasts sind, wie ihr alle wisst, freier im Format. Also manchmal eine halbe Stunde, manchmal 2 Stunden oder auch noch mehr. Das ist natürlich im Radio nicht so gut möglich, weil da gibt es ja ein Programmschema, an das man sich halten muss. Ansonsten von der Ästhetik her oder auch von den Inhalten her ist der Unterschied eigentlich gar nicht sehr groß. Und so kommt es zu meiner Idee, Podcasts oder zu unserer Idee, ich bin ja nicht ganz allein mit diesem Projekt, Podcasts mit freiem Radio zusammenzubringen. Sender FM ist auch gleichzeitig der Name der Domain, sender.fm. Das Website, zeige ich euch nachher auch noch kurz, ist noch in einer Beta-Version, aber immerhin, es ist schon so weit, dass dort Inhalte auch tatsächlich laufen. Die Idee ist, ein Internetradio zu machen, ein nicht kommerzielles. Derzeit ist es eben, wie schon angedeutet, im Aufbau bzw. Testbetrieb, der so aussieht, dass dort vor allem im Augenblick alte Sendungen von mir und Freunden, Literadio zum Beispiel, sehe ich den Christian Berger hier in der ersten Reihe sitzen, das Programm bestreiten. Es ist eine Kooperation mit einer Multimedia-Plattform, Idealism Prevails. Das besteht aus einem Textblog zurzeit und einem YouTube-Channel, für den ich auch manchmal Interviews mache. Was macht das? Es ist eine Verbindung von linearem Sendebetrieb durchgehend wie im Radio. Also es sind keine Playlists, sondern es ist tatsächlich ein Sendebetrieb in dem Sinn, nur halt im Internet. Wenn man es stoppt, wie beim Radio, läuft das halt weiter und wenn man wieder startet, steigt man an dieser Stelle wieder ein, wo es dann halt ist. Die Mischung mit Use on Demand funktioniert so, dass Beiträge, die nicht live sind, dazu kommen wir noch, weil auch das soll eine Rolle spielen, ja, üblicherweise schon irgendwo archiviert sind im Internet. Und in diesem Fall wird das Link dazugegeben, auf das man dann klicken kann. Also es ist, wir glauben zu wissen, dass es da unterschiedliche Ansprüche gibt, oft von denselben Leuten. Manchmal möchte man einfach aufs Website gehen und auf Start klicken und mal schauen, was dort läuft. Und wenn einem das nicht gefällt, schaut man vielleicht ein bisschen weiter unten, ob dort vielleicht etwas daherkommt, was einem besser gefällt. Es wird eine Auswahl getroffen. Es ist sozusagen ein kuratierter Programmbetrieb. Inhalte sollen kommen einerseits von Podcasts, also von euch, Sendungen freier Radios und Eigenproduktionen und was mir ganz besonders am Herzen liegt, Live-Übertragungen von Events. Wieso liegt mir das am Herzen? Es gibt in Wien zumindest und bei euch wird es wahrscheinlich nicht viel anders sein, sehr viele durchaus interessante Veranstaltungen, wo sich ein Stream sehr lohnen würde. Nur wenn das so singuläre Ereignisse sind, dann finden sie selten ein Publikum. Beziehungsweise finden Sie ein Publikum innerhalb einer gewissen Community, weil die vertwittern das dann, aber erreichen halt dann wieder nur ihre Twitter-Blase und nicht darüber hinaus. Und jetzt ist die Idee, da so einen Point of Interest zu schaffen, wo Leute halt wissen, gut, das sind interessante Inhalte, sofern sie sie interessant finden, was wir hoffen. Und ja, so auf diese Art und Weise auch mehr Publikum für Live-Übertragungen zu bekommen. Das tun wir auch schon seit einiger Zeit.
Wie bei den freien Radios im Prinzip, was sind die Inhalte, die wir dort transportieren wollen? Also es geht vor allem um medial nicht oder unterrepräsentierte Themen und Meinungen. Die Themenfelder sind die klassischen Kunst und Kultur, Politik und Gesellschaft, Wissenschaft und Bildung, Musik und Unterhaltung. Wobei die Musik da mit den Live-Übertragungen auch etwas zu tun hat. Also zumindest in Wien gibt es eine, oder nicht eine, es sind sehr viele Szenen eigentlich, sehr hochklassiger Musiker, die aber oft nur sehr wenig Publikum haben. Das beschränkt sich manchmal auf einzelne Lokale, wo dann halt, ja, irgendwelche 100, wenn es hochkommt, 150 Leute sozusagen das Stammpublikum bilden. Nicht zu hören werden sein Inhalte, die auf Radikalisierung abzielen, Gewaltaufrufe, Gewaltverherrlichung transportieren, diskriminierende Inhalte, rassistische, sexistische und auch die Mainstream-Hitparade, glaube ich, brauchen wir dort nicht zu bedienen, weil das machen andere besser. Notwendig ist eine flexible Programmstruktur im Gegensatz zum üblichen Radiobetrieb, da eben Podcasts sehr unterschiedliche Längen haben, werden wir Sendeflächen schaffen. Also es wird nicht immer um 11 Uhr eine Sendung beginnen und um 12 die nächste, sondern es kann ja passieren, dass ein Podcast eben mal etwas länger ist. Also ganz lange Podcasts von 3 Stunden aufwärts würden wir wahrscheinlich in die Nachtstunden verlegen, hängt aber auch ein bisschen vom Thema ab, weil eben verschiedene Tageszeiten sehr wohl unter bestimmten Themen stehen sollen. Thematisch zugeordnete Sendeflächen. Vorher schon erwähnt, der Einstieg in den Sendebetrieb, das ist dann live wie klassisches Radio oder Auswahl à la carte, on demand. Die Links zu den ursprünglichen Podcasts und Sendungen geben sozusagen eine Rückschleife. Wenn jemand eine Sendung auch vielleicht interessant findet und sich anschaut, wo kommt es her, dann soll er dort hinfinden. Sie natürlich auch. Also auch die Websites, sofern vorhanden, werden natürlich verlinkt. Und schon erwähnt, diese verstärkte Aufmerksamkeit für Livestreams. Gesucht sind dauerhafte Kooperationen. Also wir wollen nicht einzelne Podcasts übernehmen, sondern wir sind schon eher daran interessiert, an Leute heranzutreten und deren Podcasts als Serien dann zu übernehmen. Herantreten ist ein für mich sehr wichtiges Stichwort, auch wenn es die Lizenz hergibt oder hergeben würde, wollen wir keine Inhalte übernehmen, ohne mit den Urhebern, den Autoren, Autorinnen gesprochen zu haben, ob ihnen das auch recht ist. Ja, Kooperationen mit PodcasterInnen, RadiomacherInnen, aber auch Kunst-, Kultur-, Bildungsinstitutionen und NGOs. Damit sind wir wieder bei diesem Livestream-Thema. VeranstalterInnen und Veranstaltungsorten. So, dann schauen wir uns kurz einen Blick auf das Website. Huch, wo ist es? Da, genau. Das ist eben, wie gesagt, eine Beta-Version. Da fehlt noch ganz vieles, zum Beispiel die ID3-Tags vom Player, der sich da in der Mitte jetzt als Würfel schon dreht. Was da im Moment läuft, ist ein bisschen untypisch, die Privacy Week. Ist eben kein Podcast und keine Radiosendung, sondern eine Live-Übertragung. Das ist eine einwöchige Veranstaltung, die zurzeit in Wien läuft. Man sieht die verschiedenen Programmpunkte. Die übertragen wir schon die ganze Woche. Wir haben ja Sendezeit. Also das soll es auch künftig geben. Oder wie zum Beispiel Literadio zuletzt auf der Frankfurter Buchmesse gewesen ist. Das sind 5 Messetage gewesen. Das Programm hat zu Mittag begonnen und wir haben halt immer den ganzen Nachmittag das live übernommen über Webstreams. Dazwischen Musik. Im Moment sind das noch sehr schöne Zeiten, die man hier sieht. Naja, das werden es dann auch sein. Weil im Prinzip ist es natürlich geplant, jetzt, wenn ein Podcast, was weiß ich was, 95 Minuten hat oder 97 Minuten, das dann mit Musik aufzufüllen. Und dann kommen einfach so, ja, Sendungen
Literradio in Frankfurt, in diesem Fall aus der Konserve. Das war's eigentlich schon im Großen und Ganzen, was ich euch näher bringen wollte. Wie gesagt, wir sind auf der Suche nach Inhalten. Also wenn jemand Interesse hat, seine Podcasts hier bei uns unterzubringen, laufen zu lassen, bitte einfach bei mir melden. Ich bin natürlich auch per E-Mail erreichbar. Das habe ich jetzt blöderweise dann nirgendwo hingeschrieben, aber ich habe einen Haufen Visitkarten mit, die ich gerne austeile nachher. Ja, warum machen wir das Ganze? Eben um zum Beispiel vor allem Leute zusammenzubringen, Stammhörer von bestimmten Podcasts dazu zu bringen, sich auch anderes anzuhören. Also eine Vernetzung der verschiedenen Szenen sozusagen. Falls irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche, Beschwerden sind, stehe ich euch jetzt gerne zur Verfügung. Alles hinreichend klar? Na gut. Ja, zunächst danke. Wie gesagt, das ist alles hier noch ein Beta, auch das Layout. Und ich hoffe, dass ich vielleicht bei der nächsten Subscribe da schon etwas Schickeres herzeigen kann. Ich hätte zwei Fragen. Und zwar braucht ihr als... Warte, ich gebe dir meins. Hallo. Ja. Braucht ihr als Sender sozusagen, als Live-Sender, braucht ihr da eine Lizenz? Nein, in Österreich nicht. In Österreich nicht. Das wäre, glaube ich, in Deutschland, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber ich glaube, es wäre in Deutschland nicht ganz so leicht, stimmt, ein Programm in der Art zu veranstalten. In Österreich für ein Internetradio, es ist ja kein Radio. Es ist ein ununterbrochener Betrieb, aber es ist keine Ausstrahlung in dem Sinn, keine terrestrische. Und insofern haben wir in Österreich die glückliche Position, nein, wir brauchen keine Lizenz dafür. Wohl aber haben wir die medienrechtliche Verantwortung, weil wir sozusagen Rebroadcaster sind. Teilweise, das habe ich vorher vergessen zu sagen, weil ein wichtiger Teil sind auch dann eigene Inhalte, die wir auch selber produzieren wollen. Wärt ihr auf diese Weise vielleicht so eine Gesetzeslücke für bundesdeutsche Podcaster oder Streamer, die via Österreich ohne Lizenz senden könnten? Ja, nur mal so als kleine Frage. Möglicherweise. Ich bin jetzt kein Jurist. Juristen antworten gerne auf Fragen mit, es kommt drauf an. Im Internet ist die Frage des Tatortes immer eine schwierige Sache. Aber ich denke mal in dem Fall, nachdem unser Server in Österreich steht, nein, ist gar nicht wahr, halt, wir spielen über Airtime aus, der ist in München. Aber an sich denke ich, sollte es kein Problem mehr geben. Und die andere Frage ist so ähnlich. Hier in Deutschland heißt es GEMA, bei euch heißt es, glaube ich, anders. Wie wird das gelöst mit Inhalten, die ihr bekommt? Da seid ihr ja verantwortlich eigentlich letztlich dafür. Das heißt bei uns AKM oder Austromechaner. AKM ist mehr für die Komponisten zuständig und die LSG gibt es auch noch dazu. Das ist die Leistungsschutzgesellschaft. Die verwerten die Rechte der Musiker und Musikerinnen. Da zahlen wir. Da zahlen wir jetzt bereits dafür. Das ist nicht so teuer. Das hängt also das könnt ihr pauschal sozusagen abgelten. Ja. Also es müssen keine Listen geführt werden und so. Nein, da müssen keine Playlists geführt werden. Das ist in Österreich ist eine zweischneidige Sache. Ist auch bei den freien Radios so, dass die pauschal zahlen, weil gesagt wurde, das ist Leuten, die da ehrenamtlich Sendungen machen, nicht zuzumuten, dass sie Titellisten führen. Das ist angenehm für uns, hat allerdings den Nachteil, dass die Gelder, die wir pauschaliert zahlen, nicht bei den Leuten landen, die wir tatsächlich spielen, weil die Schlüssel der Verwertungsgesellschaften halt die Gelder denen zuteilen, die schon ganz gut verdienen. Das heißt, ihr könnt auch gar keine Listen abgeben, ihr habt das so.
Naja, von Musikstücken, die innerhalb von Radiosendungen vorkommen oder in Podcasts vorkommen, die nicht von uns produziert sind, würden wir uns schwer tun. Ja. Von Musik, die zwischendurch läuft, was es natürlich auch geben wird, Playlists oder schon gibt, da haben wir schon Titellisten, durchaus. Das passiert von selber. Ja. Gut, danke. Noch weitere Fragen? Möchtest du noch etwas loswerden, ergänzen, aufrufen zu etwas? Naja, der Aufruf ist ja schon passiert. Meldet euch bei mir. Gut, dann sage ich vielen Dank noch einmal für deinen Vortrag.